Vielleicht gibt es uns heute noch eine Bedeutung mit. Mal schauen, wo es uns heute hinführt. Ich habe Gedanken dabei, ich habe Bausteine dabei, ich habe meine Überlegungen, meine Erfahrungen, mein Wissen dabei. Ich habe ganz bewusst verzichtet auf eine Leinwand oder einen Beamer, wo ich dann abgelenkt wäre, um da Dinge hinzuwerfen. Und ich möchte mit euch in Dialog gehen heute. Ich habe das ja einen Abendworkshop genannt. Und ich bin ganz froh, dass wir auch diese Tischbestuhlung haben. Wir können uns auch ein bisschen noch so ein bisschen rund orientieren, wenn ihr wollt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wirklich mitsprecht. Wenn ihr einhakt, wenn ihr entweder sagt, da bin ich jetzt nicht mitgekommen, das verstehe ich gerade nicht, was du da meinst, oder wenn ihr irgendwo was bestätigen können, eine Erfahrung habt oder was anderes beitragen wollt, also dass wir in einen gemeinsamen Dialog kommen. Der wird mit Sicherheit immer auch wieder über mich laufen, weil ich stehe hier und habe den Vorteil, dass ich eingeladen habe, aber es wäre schön, wenn es wirklich ein Dialog wäre mit euch. Und von der Zeit her, wir sind soweit von Michael hier, von Import-Export, dem ich sehr danke, dass der uns ganz kurzfristig diesen Raum zur Verfügung gestellt hat. Nachdem alle anderen Optionen erstmal unsicher waren oder geplatzt sind, haben wir nach hinten erstmal keine Begrenzung. Das heißt, wir können einfach schauen, wie es uns trägt, und dann merken wir bestimmt, irgendwo gibt es einen Punkt, wo sich das dann auch vielleicht einen Zwischenpunkt gibt, wo man sagt, da können wir es für heute mal stehen lassen. Kann man mich jetzt gut hören, Jens? Der Jens hat die Bitte, der Jens würde gerne filmen und das später auf unsere Homepage stellen. Möchte jemand bei Schwenks, wenn der Jens mir folgt, nicht im Bild sein, dann möge er das jetzt dem Jens sagen, damit er dort nicht hinschwenkt. Gibt es da jemanden? Gut, dann gibt es keinen. Dann kannst du also einfach, egal wo ich mich bewege, hinschwenken. Du hast gerade so genickt, dass du es schön fändest, wenn wir es noch ein bisschen auflockern. Wollt ihr das machen? Ohne dass es vielleicht viel Aufwand ist, einfach, wir können ja hier so den Zentrumfokus machen und ihr dreht euch ein bisschen und dann sind wir noch viel näher beieinander. So, dass ich vielleicht ein bisschen Luft habe um mich herum. Genau. Sehr schön, ja, das fühlt sich gut an. Passt, mir passt es so.